Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Stereo Trader Helpdesk. Das Ganze natürlich mit unserem Mr. Stereo Trader Dirk Hilger persönlich. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier zum entspannten Helpdesk um 18 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, was Sie für Fragen mitgebracht haben. Im Vorhinein haben uns auch schon die ein oder andere Frage per E-Mail erreicht. Ja, die werde ich dann dem Dirk gleich auch vorerst zuspielen, dann kann er erstmal darauf eingehen und dann machen wir alles, was sich bis dahin im Chat angesammelt hat, was so hier von, ich sag mal, aus der Ferne, aus Kalifornien beantwortet werden kann vom Dirk. Na, wenn es zu komplex wird, dann muss man sich das halt manchmal im Detail anschauen. Na, und das ist immer schwierig für den Dirk, gerade wenn er etwas nicht nachstellen kann, das Ganze dann, ich sag mal, zu beantworten. Ja, aber bevor ich an den Dirk hier übergebe, einmal obligatorisch vorweg der Risikohinweis. Sie kennen es alle, selbst wenn es nur ein Helpdesk-Webinar ist. Das Ganze dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Vollkommen egal, was der Dirk gleich zu Testzwecken beispielsweise im Chart einfach eröffnet und wieder schließt. Nur um gewisse Sachen zu veranschaulichen. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das ist auch wichtig und richtig so. Und von daher, das war es von meiner Seite zum Risikohinweis. Dirk, ich gebe einmal den Bildschirm an dich weiter. Dow Long All In. Danke. So. Haben wir es doch gleich geklärt. Eine schöne Vorarbeit direkt zunichte gemacht. Mit dem Risikohinweis direkt mal hier ausgehebelt. Nein, war natürlich nur Spaß. Also, ne? Gut, wer es jetzt gemacht hat, ist 3 Punkte vorne, aber das mehr weiß ich jetzt auch nicht. Hey, so, auch von meiner Seite dann hallo und herzlich willkommen hier heute zum Helpdesk-Webinar live aus Kalifornia. Und es ist ja schon angekündigt worden von Florian, dass wir halt viele Fragen wohl haben. Ich bin mal gespannt. Aber ich habe ja schon gesagt, der Timo ist auch da. Und der hat, mit dem habe ich vorher noch geschrieben, der hat noch gemeint, der so, Helpdesk ist sein Lieblingswebinar. Und habe ich gesagt, kannst du gerne machen. Und vor allen Dingen an den Stellen, wo ich dann halt irgendwie sowieso nicht weiter weiß, gerade wenn es um strategische Order geht. Ich habe auch gesehen, der Frank Eschmann ist auch da, ist auch einer von den Spezialisten, Kandidaten für strategische Order. Und da kommt, guck mal, da kommt, sollen wir den Kommentar vom Timo direkt mal vorlesen? Eigentlich nur ein Wort, es fängt mit A an, hört mit Risch auf. So. Da kann sich jeder denken, was da steht. War, glaube ich, nicht so schwer zu übersetzen jetzt. Nein, aber Spaß. Also wenn es um strategische Order geht, dann bin ich tatsächlich so ein bisschen raus. Das mache ich einfach nicht oft genug mehr. Also was heißt mehr? Das ist nicht mein Fokus. Ich bin momentan wieder ziemlich im Entwicklungsprozess drin. Merkt man auch, glaube ich, daran, dass es in der Gruppe halt irgendwie diese Woche beziehungsweise letzte Woche so ein bisschen ruhiger geworden ist. Da um mich. Und das hängt nicht mit Karneval zusammen. Karneval war nur ein einziger Tag, wo ich da mal kurz ausgestiegen bin. Am Freitag, das war es dann aber schon. Dafür das ganze Wochenende dann halt wieder hier in der Entwicklung festgehangen. Sozusagen. Also ich fand, du sahst gut in deinem Kostüm aus. Ja, fand ich auch. Ne? Ich hab ja gesagt, so, ich sollte das eigentlich in den Webinaren eigentlich immer so machen. Immer Hut, Sonnenbrille und... Das hat was, ne? Ich konnte das ganz schnell ändern. Hut habe ich schnell gefunden, Sonnenbrille müsste vorne auch irgendwo liegen. Das wäre auch mal was. Ne? Dann machen wir einen Karnevals-Helpdesk. Ja, genau. So, also. Soll ich loslegen? Oder? Ja, klar. Ja? Okay, gut. Dann fange ich an mit den Fragen, die ich vorweg hier bekommen habe. Also. Kürzlich bin ich zum zweiten Mal in die Situation geraten, dass der Stereo Trader für mich vollkommen unerwartet zwangsaktualisiert wurde. Naja, beide Male hat das zu Problemen geführt und daher die Frage, wie kann ein Stereo Trader Update unterbunden werden? Also generell ist ja so, Zwangsupdates kommen ja wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ne? Und das passiert nur dann, wenn halt, ich meine, der Stereo Trader ist ja jetzt nicht einfach nur ein Programm, was auf dem Computer liegt und mit der Außenwelt nichts zu tun hat, sondern da hängt ja schon viel Infrastruktur dran. Und wenn die halt umgebaut wird, also wenn irgendwelche Server geändert werden und so weiter, und dann bleibt gar nichts anderes übrig, als ein Zwangsupdate zu machen, weil ansonsten würde das Ding einfach gar nicht mehr funktionieren. Und das kommt sehr selten vor. Jetzt war es gerade irgendwie einmal nötig. Es werden auch noch, also vom Stereo Trader selber,
wird jetzt erstmal keins kommen, aber von den Add-ons wird jetzt noch auch noch diese Woche eigentlich noch ein Zwangsupdate kommen müssen. Und damit ist das dann auch abgeschlossen, weil wir hier halt hier im Hintergrund ziemlich viel umgebaut haben und die Altlasten loswerden müssen. Und das geht nur, wenn alle updaten. Und deswegen geht das an der Stelle dann leider nicht anders. Aber generell, also wir haben das ja auch mitbekommen, ne, dass halt irgendwie hier und da zu Problemchen gekommen ist. Und das war aber eigentlich immer nur ein und dieselbe Ursache und die ist aber auch behoben. Also das sollte eigentlich dann auch jetzt nicht mehr auftauchen. Würde mich wundern, wenn da jetzt noch irgendwas ist. Und das ist ja auch schon irgendwie eine Ecke her. Und seither kam auch im Support gar nichts mehr in dieser Richtung. Von daher gehe ich eigentlich ganz stark davon aus, dass das dann auch erledigt ist. Ja, aber wie gesagt, also tut mir leid, wenn es da halt zu Problemchen oder Problemen gekommen ist. Aber es ist leider nicht immer ganz zu vermeiden, dass es halt eben erzwungen werden muss. Dazu dann anschließend die Frage, ob das irgendwie angekündigt werden kann oder sowas, dass da so ein, ich sag mal, Zwangsupdate kommt oder so über den Stereo-Trader. Ich sage mal so, die Zwangsupdates, das war ja jetzt nicht irgendwie völlig unerwartet, sondern das waren ja dann wirklich halt Versionen, die schon wesentlich älter gewesen sind. Und zwischendurch gab es sehr wohl sehr oft eigentlich auch einen Hinweis, dass es eine neue Version gibt. Und irgendwann muss man dann halt auch mal oder sollte man dann auch mal updaten, weil klar tut man das nicht und dann kriegt man, wird man natürlich dann irgendwann genötigt, das zu tun. Ne? Und weil es dann einfach nicht mehr anders geht. Aber das waren wirklich die Build 2.6 irgendwas, ne? Also es muss schon sehr alt gewesen sein eigentlich. Okay, so, jetzt nächste Frage. Wenn ich ein aus dem Hauptpanel ausgegliedertes einzelnes Panel wieder in den Hauptbereich zurückschieben will, springt häufig das gesamte Hauptpanel nach links und verdeckt komplett den Chart. Das lässt sich nur beheben, indem man den Chart ganz schließt und wieder neu öffnet. Okay. Ja, also bräuchte ich halt reproduzierbar, ne? Das heißt dann irgendwie mal am besten per Video oder so, dass man das mal Ja, sieht, weil das ist per ja genau das, was Videoaufnahme ich hier gerade würde Sinn mache. machen. Schiebe wild durch die Gegend. Also nicht, dass es auch wieder irgend so eine ältere Version ist, wo das da halt der Fall war. Ich weiß, ganz früher war das mal irgendwie. Aber guck mal, da haben wir direkt schon die Frage für den Timo. Aber mach du erstmal weiter. Okay. Und dann so. Boah, okay. Jetzt kommt wirklich, das ist wirklich was für ein Timo, glaube ich. Also ich lese es mal vor, weil ich kann damit so gar nichts anfangen. Also, wie aktiviert man Clusterbereiche, nachdem diese in der Erteilung strategische Order als Long Short gekennzeichnet und über das Blitzsymbol zugewiesen wurden? Puh, das ist sehr speziell. Der Dirk, wartest du Aber jetzt, dass weg. Timo seine Cam einschaltet? ja, also bin ich tatsächlich, wäre ich jetzt, also bis ich da durchsteige durch die Frage, Ja. ist das Webinar wahrscheinlich vorbei. Fürchte ich fast. Ja, ansonsten kann ich das auch mal gerne an den Timo weitergeben. Ja, mal weiterleiten, vielleicht weiß er Also, das Timo, was. fällt dir da auf Anhieb was ein? Dann schreib mal was dazu und wenn du willst, können wir dich auch gerne irgendwie schnell online nehmen. Ich glaube, der Timo, er fühlt sich, ist noch ein bisschen beleidigt, wie du ihn heute vorgestellt hast. Wieso denn? Das war doch nett. Ja, es Wer war mich nett, das kennt, der stimmt. weiß, das war extrem nett. Okay, Timo hat die Frage nicht verstanden. Ich schreibe ihm die einmal kurz. Ja, okay. Zack, dann machen wir das erstmal so. Ich schicke ihm das und dann mache ich mit der nächsten Frage eben weiter. Kannst du einen kurzen Überblick darüber geben, beziehungsweise kurz erläutern, was dein SDJ30 und SDX30 machen? Ach so, ja, jetzt weiß ich nur nicht, ob die hier laufen, weil ich habe, was wir hier sehen, ist die Version 2.8, und da wird nämlich gerade gewaltig umgeschraubt. Ich Genau, und versuche der es mal. SFX, diese drei Ja, Dinge. es kann sein, dass es geht. Ja, also genau, also vom Prinzip her macht das Ding halt die Zone, ne, wie man hier sieht, im Speziellen jetzt für den Dow Jones, ne? Und also für den YM, das heißt, also hier Open Ranges und so weiter kann man da anzeigen lassen, kann man sich einblenden. Die Fibos bezogen auf bestimmte Uhrzeiten und halt eben hier die
die Kursdaten, also die ja hier teilweise sowieso schon drin sind, hier Open, Future Close und so weiter, halt alles nochmal ein bisschen detaillierter, als es halt hier bei den Symbol Lines mit drin ist. Und halt eben, wie gesagt, mit einer Open Range, die man halt hier zum Beispiel dann auch zeitlich definieren kann. Also es ist kein Hexenwerk, einfach nur eine Indikation, die eben halt auf den DAO abgestellt ist. Ja, und von den SDX ist es halt für den DAX und SFX halt generell für Forex. Okay, gut, das sind die Fragen soweit, die ich vorweg jetzt hier bekommen habe. Oh, das war ja ein schnelles Webinar. Ja, jetzt geht's erst los mit deinen Fragen hier. Was müsste das gewesen sein? SDX, Clusterbereiche, Hauptpanel. Genau. Ha, ja. Der werte Herr, der das gefragt hat, schreibt schon Danke. Sehr gut. Okay, dann können wir eigentlich anfangen mit den Fragen aus dem Chat, weil die ersten zwei sind schon relativ ähnlich, sage ich mal. Drehen sich beide ums VPOC. Ja. Woran liegt es, dass das VPOC-Addon immer wieder weg ist? Und VPOC läuft mit Build 2710 nicht mehr, No Valid License, obwohl eingegeben ist, mit 2708 läuft es. Aber. Also kann man so spontan, so pauschal nicht beantworten, weil ich habe es ja hier auch drin. Gut, das ist nochmal ein ganz neues Bild vom Stereo Trader, aber also ist nicht so, dass es pauschal nicht läuft. Also dann muss man wirklich mal genau hinterfragen, wo ist die Lizenz her, wie lautet die Lizenz? Und das ist dann leider aber auch ein Thema, was wir hier im Webinar natürlich nicht machen können, ne? Weil sonst hat nämlich nachher dann irgendwie jeder die Lizenz, der hier das Webinar gesehen hat. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Deswegen, also pauschal würde ich jetzt erstmal fragen, Horst, woher ist denn die Lizenz? Ist das eine FX-Flat-Lizenz? Kommt die von Digistore oder woher kommt die? Weil ich würde nämlich fast mal tippen, dass es, und auch wo ist das Konto geführt, ne? Weil da gibt es ja bei FX-Flat auch zwei Möglichkeiten. Digistore, okay, das sollte eigentlich generell überall funktionieren. Digistore gibt gar keinen Sinn, warum es nicht geht. Also Hattest du das. nicht eingangs irgendwas gesagt, da kommen neue Versionen von den Add-ons? Ja, klar, aber das hat damit nichts zu tun. Die Lizenz, Okay. also die muss gehen. Da würde ich dann irgendwie, dann sei so nett und schick mal irgendwie am liebsten, am besten, weil das betrifft ja auf FX Flat dann ja auch nicht. Einfach mal eine Mail an Support und dann gucke ich mir die Lizenz mal an, aber das kann damit eigentlich nicht zusammenhängen. Ergibt nicht wirklich Sinn. Also vielleicht auch nochmal zum Verständnis, die Lizenzcodes werden ja hier eingegeben, ne? Und das heißt dann auch hier bei Add-on-License Codes, dort muss dann halt auch das Ding hin für VPOC, ne? Und nicht oben rein. Also mal ganz simpel. Nicht, dass es damit zusammenhängt, dann auch mit irgend sowas ganz Das doof. muss ja auch irgendwie speziell geschrieben werden hier, Naja, das hat, DGS 24 und dann. genau, es hat ein spezielles Format, ne? Also du kannst ja mal kurz hier reinschreiben, das ist ja nicht public, ne? Die Lizenz, das sehen ja andere nicht, sehen ja nur wir. Und dann kann ich auf den ersten Blick schon mal sagen, nicht, dass, ob es vielleicht daran liegt. Also klar, an der Lizenzdatenbank wurde auch viel, also an dem ganzen an der Abfrage wurde auch viel geändert in letzter Zeit. Nicht, dass es noch irgendwie ein altes Format ist, wo ich immer so denke, das hat eh keiner mehr. Und aber da habe ich auch schon die tollsten Sachen gesehen. Hat heute auch einer geschrieben, ja, ich habe die Lizenz mit der Nummer DG5-Bindestrich irgendwas. Ich sagte, Alter, wo kommt das denn her? Dann schreib die ruhig mal hier rein, Horst, ne? Also die sieht ja sonst keiner außer wir. Dann kann ich zumindest mal irgendwie auf den ersten Blick sagen, ob das passt oder ob das passen kann oder eben auch nicht. Der Timo hat auf jeden Fall auf die Frage von vorhin geantwortet Okay. mit den Clustern. Timo schreibt, möglicherweise liegt da ein Verständnisproblem vor. Wenn die Bereiche festgelegt wurden, werden strategische Orders ausgeführt, wenn der Kurs in die Clusterbereiche läuft. Wenn das nicht funktioniert, müsste eine genauere Fehlerbeschreibung her. Also da müssten wir tatsächlich einmal genauere Infos kriegen. Beziehungsweise dann auch bestenfalls an den Timo weitergeben.
Der kennt sich auf jeden Fall mit den strategischen Orders am besten aus. Ich vermute mal, das ist ja gemeint, dass halt hier so ein Cluster halt definiert wird und das irgendwie zugewiesen wird. Zum Beispiel, also generell, also kann ich das auch von meiner Seite zumindest, also ich meine, ich habe das Ding ja tatsächlich, ich habe das ja programmiert. Ich sollte ja eigentlich wissen, wie es funktioniert, aber das ist tatsächlich wie mit allem so, wenn man es nicht irgendwie ständig vor der Nase hat und dann vergisst man es auch schon mal. Das heißt, würde ich jetzt hier zum Beispiel sagen, Short, wenn er da oben reinkommt, Short anwenden, das heißt, dann würde ab hier oben würde halt, wenn das Cluster Trading aktiviert ist und wenn etwas ausgewählt ist hier, und dann würde der dann halt da oben starten, halt ein Short Cluster, beziehungsweise halt strategische Order in Short zu platzieren, sobald der Markt da oben reinläuft. Ne? Das ist so die generelle Definition davon, also die generelle Funktionsweise. Okay. Wie wirkt sich die Auflösung auf den rechten Handelsblock aus? Ich denke jetzt mal einmal die Bildschirmauflösung. Macht das einen Ja, Unterschied? bräuchte ich auch schon mal irgendwie ein bisschen genauer. Gegebenenfalls Mein die generell, wem Handelsgröße. halt irgendwie das Panel zu klein ist, ich glaube, hier ist es sogar schon vergrößert, kann man ja hier einstellen. Ne? Also, wenn man die Bildschirmauflösung ändert, kann man dann hier sagen, irgendwie dann 1,2, 1,3. Ich kann es auch mal hier kurz übertreiben. Und dann, das ist einfach nur ein Faktor dann halt. Ne? Sieht man ja, ist ja dann halt alles wesentlich größer. Okay, ja, okay, sehr gut. Hallo Dirk, ich habe das Problem, dass wenn ich das Live-Chart-Add-on in den Chart ziehe, sich alles in Anführungszeichen aufhängt. Problem besteht auf dem Notebook, also auch auf meinem Desktop-PC. Konto FX Flat MetaTrader 5. Okay. Welches Symbol? YM? Also es gab ja mit dem Live-Chart, ist natürlich jetzt auch nicht FX Flat, aber egal. Es gab ja mit dem Live-Chart letzte Woche und die Woche davor so ein bisschen Schwierigkeiten. Und wo halt der Server zwischendurch mal geändert werden musste, ja. Und der DAO wird hier gerade noch dazugefügt, also es geht um den DAO. Da ist ein Setup drin. Da sind, ich weiß gar nicht, wie viele hundert oder tausend Linien sind da drin. Und ich fürchte ganz einfach, also der hängt sich nicht auf, ja, sondern das dauert leider Gottes dann je nach Verbindung und je nachdem, was da halt im Hintergrund dann halt irgendwie gepuffert wird, dauert es halt einfach zu lange. Und das würde ich Okay. mal tippen, weil wenn es, ich würde mal alternativ mit dem DAX versuchen und dann auch nicht irgendwie im H1, sondern irgendwie Daily oder Bitcoin. Und weil dort ist eigentlich das wenigste Material drin. Und dann halt mal sehen, wie lange es da dauert. Und ich würde mich fast tippen, ich muss das dringend mal irgendwie entweder sperren, weil ich habe das auch schon teilweise gehabt, wo ich so dachte, oh mein Gott, das dauert ja ewig oder die Kiste ist abgeschmiert und dann wartet man 5 Minuten, dann ist er halt wieder da. Das geht natürlich nicht, ne? Das ist klar. Aber damit irgendwie habe ich dann tatsächlich nicht gerechnet, als ich das irgendwann mal programmiert habe, dass da irgendwann tatsächlich mal der Fall sein könnte mit Tausenden von Linien, die zu lange dauern. Ne? Weil da war auch letztens, ist mir noch dazu ein Fehler unterlaufen. Da hatte ich nämlich noch die ganzen Außenstabsdefinitionen von irgendwie, weiß ich nicht, 2 Jahren im H1 plötzlich drin und das waren dann direkt nochmal irgendwie 7.000, 8.000Objekte. Und das hat es natürlich nicht gerade besser gemacht. Ne? Die sind zwar mittlerweile wieder raus, die habe ich wieder rausoperiert, die Dinger, beziehungsweise ich musste das löschen, es ging gar nicht anders. Und da bitte nochmal gucken. Ne? Also das Okay. fürchte nämlich fast, das hing damit zusammen. Das wäre dann halt tatsächlich noch nicht mal die Software schuld, sondern ich. Okay, ich bekomme jetzt gleichzeitig auf das eine Ding mit den Clustern vom Teilnehmer die Fragen gestellt und auf der anderen Seite kriege ich auch Fragen von Timo an den Teilnehmer gestellt. Ich würde das Ganze bestenfalls abkürzen und das einmal anschließend an den Timo weitergeben, damit der Timo da so ein bisschen die Kommunikation hat, weil sonst bin ich immer nur das eine dem Timo am Vorlesen und dann wieder
andersrum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für das Webinar jetzt gerade nicht zielführend. Ja. Ich mache hier gerade mal was nebenbei, während du sprichst. Ich gucke mir gerade mal die Lizenz an. Okay. So, dann. Okay, ja, okay, alles klar, super. Das hatten wir doch heute schon mit der Lizenz doch schon im Support, wenn ich mich richtig erinnere, weil die Lizenz gibt es in dieser Form nicht. Da ist irgendwas schiefgelaufen mit dieser Lizenz, was auch immer. Mir kommt auch die Produktnummer so komisch vor. Also beziehungsweise die letzte Stelle bei der Lizenz. Also da würde ich nochmal irgendwie, ich glaube, also ich erinnere mich, dass ich das heute irgendwie im SAP schon per Mail auch schon beantwortet habe. Also irgendwas mit der Lizenz ist da hatte ich nämlich gefragt, wie ist die Produktnummer beziehungsweise die Bestellnummer, damit ich das prüfen kann, weil die stimmt so nicht. Da ist irgendwas faul. Das hat also nichts mit der Version zu tun vom Stereo Trader, sondern das hängt mit was anderem zusammen. Ja. Okay. Dann gucke ich ja mal weiter. So. Okay, alles klar. So. In den letzten Wochen reagiert der Stereo Trader im aktiven Modus zu Zeiten, an denen viel gehandelt wird. 9 Uhr oder 15:30 Uhr. Zu den News. Sehr träge. Teilweise reagiert er dann für mehrere Sekunden nicht mehr. Restzeit der Kerze bleibt dann auch stehen. MetaTrader läuft in dieser Zeit normal weiter. Auch passive Fenster laufen flüssig. Ist dort im Hintergrund etwa irgendwas überfordert? Ja, das kommt immer darauf an, wie viele Ticks halt reinkommen, ne? Also das ist halt immer die große Frage, wie viele Charts sind auf, wie viele Instanzen vom MetaTrader und vom StereoTrader sind halt auf. Und klar, irgendwo, also was der MetaTrader halt macht, der guckt halt, wenn die Verarbeitungszeit, also muss man sich so vorstellen, also wenn jetzt als Beispiel irgendwie, das sind 5 Stereo-Trader, ja, so, die alle werden mit Daten gefüttert und jeder hat, sag mal jetzt irgendwie 1 Millisekunde Zeit, die zu verarbeiten. So, wenn dann aber halt irgendwie zu viel, wenn es zu lange dauert, wegen, weiß ich nicht, zu vielen Indikatoren, Automationen, Anzeigen und so weiter und so fort, und der dann permanent 2 Millisekunden braucht und dann sagt der MetaTrader, ja, du hast jetzt mal kurz Pause, bis wieder Zeit ist, dann kannst du weitermachen. Ja, das heißt also, klar, wenn halt irgendwie, wir hatten in letzter Zeit oft sehr hohe Volatilität und ist mir dann, habe ich bei mir auch gesehen, da sind aber dann auch immer 3 Instanzen auf und irgendwie mindestens irgendwie 15 Stereo-Trader und da darf der dann natürlich auch schon mal halt irgendwie kurz ins Rudern kommen. Ne? Also ich überlege nur gerade, also es gibt ja die, ist das noch hier drin? Moment, ich guck mal, weil es gibt nämlich eine Einstellung, die man mal ausprobieren kann, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die noch drin ist. Da kann man nämlich gerade mal gucken. Die ist, also unter der Haube ist die auf jeden Fall vorhanden. Ob sie hier noch sichtbar ist, steht auf dem anderen Blatt. Genau, das ist der Wert hier, ne? High Volatility Protection. Was man mal machen kann, ist an dem Wert mal rumschrauben, ja. Und ich weiß es gar nicht, ob höher oder weniger. Einfach mal, ich würde da einfach mal wirklich probieren, mal den Wert halbieren oder mal auf 100 hochsetzen und dann mal gucken, ob das eine Auswirkung hat. Weil dann passiert nämlich genau das. Das heißt, der Stereo Trader erkennt dann, ey, da kommt gerade zu viel rein, das kriege ich nicht gehandelt. Oder möglicherweise kriegt das die Kiste von dem User nicht gehandelt und da sammle ich doch erstmal die Ticks und arbeite die ab, wenn wieder Zeit dafür ist. Ne? Weil normalerweise ist es halt so, es kommt ein Tick rein und jede noch so kleine Kursänderung wird in Echtzeit halt verarbeitet. Und das kann man halt damit abfangen. Ne? Das kann man mal versuchen. Das heißt also wirklich hier den Wert einfach mal verändern. Wie gesagt, mal hochschrauben, geht ja irgendwie bis 1000 und einfach mal gucken, was passiert. Und möglicherweise lässt sich das damit dann nämlich beheben. Was man auch machen kann, ist halt hier den, das sind natürlich so Systemsachen, ne? Das heißt also, da sollte man schon irgendwie mit Vorsicht dran gehen und nicht da irgendwie beliebig dran rumschrauben.
Also die Standardwerte sind halt, wie sie hier gezeigt sind, 250 und 25. Aber halt, wenn die Kiste in die Knie geht, dann würde ich halt, also Systemtimer würde ich mal hochschrauben auf 500 als Beispiel. Und das heißt einfach nur, dass dann im Abstand von einer halben Sekunde halt Anzeigen und so weiter halt aktualisiert wird und nicht mit 250 Millisekunden, also Viertelsekunde. Das kriegt man im Zweifelsfall noch nicht mal dann mit unbedingt, kann aber dann halt bei hoher Volatilität natürlich hilfreich sein, ne? Das kann man sich mal angucken, sowas. Also es gibt gerade solche Geschichten, das ist natürlich halt auch immer bei mir im Fokus, dass da halt eben nichts zu lange dauert, ne? Aber klar, wenn die Vola natürlich halt, wenn die gering ist, ist das alles halb so schlimm. Und aber das gibt dann hier zum Beispiel, das habt ihr natürlich nicht, ne? Aber nur, dass man das mal gesehen hat. Also hier gibt es eine Anzeige, die ist ganz klein und die misst zum Beispiel halt in Milli- und Mikrosekunden, wie viel Zeit halt immer so pro Tick gebraucht wird, ne? Und daran, und das ist natürlich wichtig, dass da halt keine großen Zahlen stehen. Da stehen jetzt zum Beispiel 11 Mikrosekunden, ne? Das ist die Dauer für einen Tick. Und klar, wenn man dann natürlich irgendwie 20 Stereo-Trader auf hat und dann ist die Zahl natürlich auch 20 mal so hoch. Und wenn dann natürlich die Vola um einen Faktor 10 hochgehen, dann ist sie natürlich gleich 200 mal so hoch, ne? Und so summiert sich das Ganze dann. Ne? Aber wie gesagt, da würde ich mal an den Werten rumschrauben, die ich da gerade halt vorhin gezeigt, also hier, ne? Und dann halt wirklich mal gucken, ob man das damit ein bisschen eingegrenzt kriegt, ne? Also abstürzen tut er nicht, ne? Das ist dann halt nur, der hat dann halt irgendwie, der darf da mal pausieren. Und oft ist es auch so, das habe ich halt auch schon gesehen, wenn man dann halt irgendwie in einem Chart irgendwie 6, 7 Stereo-Trader auf hat und einer bleibt mal stehen, dann klickt man einmal kurz in den Chart und ist das Ding auch wieder da. Okay, zu der Frage mit dem Live-Chart haben wir jetzt noch die Ergänzung. Wenn ich auf Intraday wechsle, sagt er, Data could not be found. Ja, das kann ja sein. Also es kommt jetzt im DAO oder wie? Also im DAO ist Es es auf geht jeden Fall da. um Also bei den DAO. Bitcoin jetzt vielleicht nicht, ne? Also Data could not be found. Also die Daten sind ja da. Also ich kann es hier, weiß ich nicht. Hier traue ich mich gerade nicht so wirklich. Mal gucken. Was haben wir hier den DAO? Ich kann es ja mal versuchen. Habe ich noch gar nicht getestet. Ist jetzt dann hier quasi live. Ah ne, da fehlt sowieso. Ach, da fehlt das Modul hier auf der Kiste. Nee. Funktioniert, so wird so nicht gehen. Aber ist jetzt erstmal egal. Ne? Also die Daten sind, die sind ja da. Also ich habe es ja bei mir auf dem anderen Schirm ja halt auch. Also bitte hier, ne, wenn ich hier was mache, das ist nicht relevant, ne, weil das ist gerade hier im Umbau, die Anbindung von den Add-ons. Ich finde es ja schon erstaunlich, dass halt hier andere Sachen auf Anhieb gehen. Okay, also das können wir jetzt nicht irgendwie reproduzieren oder so, ne? Nee, also ich weiß ja, dass also es ergibt, wie soll ich sagen, ne, es ist immer doof, klingt immer doof, wenn ich sage, es ergibt keinen Sinn. Aber wenn ich zum Beispiel die Daten ja halt auf der anderen Seite, wo ich die aktualisiere, das Ding macht ja auch nichts anderes, als die vom Server runterladen und dann halt bearbeiten und dann wieder hochschieben. Also deswegen, wenn dann eine Meldung kommt, Data not found, das klingt dann immer eher so ein bisschen nach irgendwie Stress mit der Verbindung. Klar, sollte man im Auge behalten, aber wenn das jetzt der Standard wäre, dann hätte ich natürlich halt auch hier die Mailbox voll damit. Ist aber nicht. Yep. Okay. Dann, du hast mir Nachricht von Heiko, du hast mir heute wegen der Lizenz zum Live-Add-on geantwortet. Von einem auf den anderen Tag hat das Add-on nicht mehr funktioniert. Also da hatte ich ja auch, habe ich ja gerade gesagt, ne? Ich weiß, letzte Woche gab es da Stress und auch den einen oder anderen Tag die Woche davor, weil der Server umgestellt worden ist. Und da hatte ich ja auch in der Gruppe auch schon mal geschrieben, so der sicherste Weg, um da sicherzustellen, dass das momentan alles von der richtigen Adresse her bezieht. Ne? Das gilt vielleicht auch für den Einwand hier mit Data not found. Das wäre tatsächlich wirklich mal Windows neu starten, so doof es klingt, ne? Aber weil da halt schon einiges im Hintergrund geladen wird, was dann halt auch möglicherweise dann im Speicher verbleibt. Und deswegen wäre das wirklich die sicherste Variante. Windows neu starten und dann mal gucken, ob das wirklich immer noch so der Fall ist oder
ob sich das dann damit nicht erledigt hat. Sorry, ich war gemutet. So, Ja. die nächste Frage von Maiko. Bekommt man die Zusatzfunktion Preax, die direkt über dem Live angegeben ist, auch ohne Lizenz für das Live-Add-on? Ist es also umsonst? Nee, die gehört zu dem Add-on dazu. Ja, weil die wird ja dort auch, also es ist einfach nur Bestandteil von dem Paket. Okay. Naja, okay. Moin, Dirk. Habe Stereotrader und FXFlat noch nicht so lange. Jedes Mal beim Starten kommt 13 Mal Haftungsausschluss, was ich mit OK wegdrücken muss. Kann man das abstellen? MetaTrader 5. Gruß und danke. Wir wollen natürlich ganz sicher gehen, dass du es das verstanden hast. Und deswegen blenden wir den 13 Mal ein und ab morgen dann 14 Mal. Nein, also es ist also 13 Mal wäre bei 13 Charts, ja. Das ist natürlich ein bisschen zu viel. Das sind aber Geschichten, die ja, das wird abgestellt. Also momentan, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, ich habe bei mir jetzt hier schon Version 2.8 und das hängt unter anderem auch mit solchen Geschichten zusammen. Und das wird dann auch der Vergangenheit angehören in Kürze. Ja, also ich weiß, ne, ist so ein bisschen nervig, aber gut, man überlebt es. Aber passiert eigentlich auch immer nur, wenn man den Metatrader zumacht, ne? Sonst ja eigentlich nicht. Da kommt die Meldung nicht. Wenn das einmal auf ist, ist es ja auf. Ihr sollt ihn ja auch nicht zumachen, den Stereotrader. Am besten immer 24 Stunden auflassen. Dann läuft der am allerstabilsten. Das ist wie mit allem. Außer im Bügeleisen sollte man das vielleicht nicht machen, weil man dann irgendwann Stress mit der Feuerwehr kriegt. Aber mit allen anderen elektronischen Geräten ist das gar nicht so schlecht. Hat nicht jeder ein VPN laufen, beziehungsweise ein VPS. Ja, das ist, ja, aber es ist natürlich fürs Trading, ist es halt schon, ne, schon so Stereo-Trader kann eine nur Sache. arbeiten, wenn er an VPS. ist. Ne? Bitte? Der Stereo-Trader kann nur arbeiten, wenn er an ist. Und wenn er immer an Ja. ist, kann er natürlich auch immer arbeiten. Ja. Also ich meine, klar, jeder, der professionell handelt, der wird da ja nicht so lange drüber nachdenken, ne? Sondern es ist ja dann halt auch eine Ausgabe, die überschaubar ist, die man sich aber wirklich überlegen sollte, ne? Weil man natürlich einfach immer on ist. Also das heißt, ja, man kann auch immer irgendwie ein Time Exit oder sonstige Sicherheitssachen einstellen und weiß dann halt, okay, da kümmert sich jemand drum, ne? Aber muss natürlich jeder selbst wissen. Nee, aber klar, also nochmal, ne, das wird auf jeden Fall auch weg sein. Diese Meldung, aber die kommt ja, also einmal am Tag kommt die ja auch, ne? Ja, So, genau, jetzt da kommt. schreibt der Werner was Richtiges. Also man kann das ja auch hier im Setup eigentlich auch einstellen. Ja, hierbei. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Gibt es das noch? Da gab es noch mal eine Einstellung, dass man das irgendwie nicht mehr haben möchte. Haftungsausschluss deaktivieren. Oder gibt es das Setting gar nicht mehr? Weil dann Ja, hat ich man habe das es nicht einmal gemacht und war rausgefunden. das für immer weg. Unter Der Basis. Basis. Hier gibt es keine Basis. Also, nö, gibt es nicht mehr. Habe ich wahrscheinlich irgendwie wegrationalisiert. Also hier ist es auf keinen Fall. Dann ist das womöglich tatsächlich irgendwie. Ah, nur beim Live-Account. Gut, wie hier aufgepasst wird. Ja, das kann sein. Check das mal eben. Das kann natürlich sein. Bild 2708, ja. Also, ich weiß, das war immer drin. Das müsste auch eigentlich noch da sein. Also, aber es kann wirklich sein, dass es nur im Live-Account ist, weil hier kommt er auch, glaube ich, gar nicht im Demo. Ja, ist korrekt. Ich Ja. habe hier im Live-Account MT5 Setup. Unter Basis den SSL und über Language, in dem, ich sag mal, Bereich steht Haftungsausschluss deaktivieren, kann man anhaken. Okay. Ja, also das mal versuchen, aktivieren und dann sollte es weg sein, eigentlich auch, ja. Aber generell ist es auch in Zukunft so, dass es irgendwie, egal wie viele Charts man auf hat, dann nur noch einmal kommt. Welche Version habe ich hier drauf? Ja. Boah, ich bin so ein bisschen, weiß auch nicht, schon wieder irgendwie heißen Kopf hier. Du hast noch Nachwirkungen von Karneval, Dirk. Ach, so schlimm war das ja gar nicht. Wir waren ja irgendwie nur irgendwie bis um 3:30 oder so unterwegs nachmittags.
So, ich dachte morgens. Nee, 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 nee. So gedacht. Nein, nein. Ja, das war alles halb so wild. Also ich wollte ursprünglich gar nicht, weil ich gar keine Zeit hatte. Aber wie das dann so ist, ja. Wie das dann Gruppenzwang. so ist, ne? Ja, Gruppenzwang. Gruppenzwang, dann musst du halt mit, ne? Dann Musst du hast mit, keine ne? Chance. Dann sagst du, trinkst nichts und dann geht er da auch nicht und dann, ja. Ja, und dann hast du verloren. Dann ist vorbei, ja. Musst jetzt leider das ganze Wochenende arbeiten, ja. So. Gut, gibt es noch Fragen? Das war jetzt gerade tatsächlich die letzte, die jetzt hier drin war. Gerne Fragen rein. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ah ja, kaum ausgesprochen. Dann kommt schon Dirk, gibt es einen Trick? So. Mist. Gibt es einen Trick, wie man die Farbeinstellungen beibehalten kann? Komma, wenn ich zum Beispiel White AMP habe, dann den Stereo ausmache und wieder anmache, bekomme ich den grauen Chart. Glaube ich nicht. Also das ist, ich würde jetzt mal tippen, passiver Chart, richtig? Und dort ist es halt dann leider so, dass wenn man mehrere passive Charts auf hat, dass dann halt irgendeiner, also der vom MetaTrader da als letztes dicht gemacht wird, dass der dann halt eben gewinnt und der bestimmt dann auch, welche Farbe da drin ist. Das ist wahrscheinlich das Problem, weil sonst müsste man ja für jeden passiven Chart, weil wie soll man das auseinanderhalten, ne? Dann halt die Farben ändern. Könnte höchstens einmal hingehen, können sagen, ja gut, sobald einer geändert wird, ändert man sie halt dann eben alle. Ne? Also im Stereo Trader dann halt selbst. Und dann wäre es halt dann klar. Aber da man die Möglichkeit ja noch hat, ich glaube, das war auch mal irgendwie gewünscht, dass man trotzdem mehrere Farben irgendwie aufhaben kann. Deswegen ist das, glaube ich, auch nicht reingekommen. Ich weiß es nicht. Ne? Also, aber das ist auf jeden Fall schon mal so. Ja, und der Timo sagt auch, ne? Aber es heißt ja auch Amplifier, Timo. Das ist ja auch der weiße Verstärker. Aber das würde ich wirklich, ne, tippen. Also das heißt, weil die Farben werden ja grundsätzlich unterschiedlich gespeichert für Aktiv- und Passivchart. Ne? Also Passiv, hier, das ist ja der dieser, wo man ja nicht handeln kann, deswegen Passiv. Und der hat andere Farbeinstellungen. Das heißt, wenn ich die jetzt hier ändere auf, weiß ich nicht was, hier mal irgendwas, keine Ahnung, was das ist. Und dann wird das halt immer zu dem, hier alles ohne Gewehr, ja, aber in der Release, auf jeden Fall wird es halt dann nämlich für den passiven Chart dann auch nur gespeichert, ne? Da sieht man, funktioniert ja hier auch. Das heißt, hier geht jetzt wieder auf die Farben, die vorher da waren. Und im Passiv-Mode hat er dann wieder die Farben dafür. So, wenn ich jetzt aber mehrere passive Charts aufhabe und einer ist weiß, der nächste schwarz und der dann halt in dieser Farbe und dann ist es so ein bisschen Würfel-Rätselraten, welche Farbe dann am Schluss bleibt. Wie gesagt, man könnte es halt höchstens so machen, dass man das dann halt für alle Stereo-Trader, für alle Passive dann halt ändert. Das ist so die einzige Chance. Aber das ist halt das Problem ja halt generell, auch was ich hier eingestellt habe zum Beispiel. Ne? Es wird ja eigentlich auch alles gespeichert, aber auch da ist es so, okay, von welchem passiven Chart soll ich es denn dann übernehmen? Ne? Das ist halt so. Problem dabei. Dann müsste man für jeden Timeframe nochmal speichern und dann wird man ja irre. Okay, also, habe im Netz was von Cost, also COST, alles groß, für Stereo Trader gesehen. Gibt es das noch? Cost? Also Kost mir gab es noch sagt. nie. Was es gibt, ist Ghost, aber da Ghost, ja. der Timo ja vorhin auch nicht online gehen wollte, darf er es jetzt nicht mehr. Ghost schreibt da. Ist richtig, Ja, genau. Oh, ich kriege nachher hier, glaube ich, ganz schön viele Ghost. böse Worte vom Timo. Nein, das ist ein Add-on vom Timo. Und da gibt es auch irgendwie ganz viele Webinare und so weiter vom Timo dazu. Und da erzählt der Timo auch immer ganz viel darüber. Und das kannst du auch einfach Genau. mal irgendwie bei YouTube findet man auch das eine oder andere Video und auch, wo man das findet und wie man das erwerben kann, testen kann und so weiter. Ist der Timo noch da? Bestimmt nicht, sonst hätte er schon was gesagt. Bestimmt laufen gegangen, bevor ich ihm wieder eine Frage zu strategischen Orders stelle. Nee, der DDR, genau. Ja, joggen geht ja immer morgens.
Das ist, 1835 war er weg. Kommt er nicht mehr. Nee, also wie gesagt, nochmal googeln, ja, gibt es auf jeden Fall, ne? Aber ist halt komplett eigenständig, also nicht eigenständig, sondern ist ein Add-on für den Stereo-Trader und wird extern Ich gebe betreut. einmal einfach an den Herrn, der das geschrieben hat, den YouTube-Link zum ersten Teil Ghost Trading, zum Webinar der Aufzeichnung. Schicke ich ihm einmal rüber. Und Timo hat auch nochmal geschrieben, ghost-trading.de. Da gibt es auch Further Information. Further information. Gibt es ein YouTube-Video, bei dem das Priax weiter erklärt und verwendet wird? Oh, Boah, bestimmt. das haben wir tatsächlich nicht. Bist du ja sicher? Also wir haben das nicht zusammen. Also es kann natürlich sein, dass das in irgendeinem Helpdesk mal gemacht wurde. Das Im kann ich jetzt Helpdesk nicht glaube ich. ausschließen. Ja, da glaube ich noch gar nicht mal. Ich glaube aber eher, bei den Live-Tradings ist es ja irgendwie dauernd mit drin. Also ich habe das Ja. ja in allen möglichen Live-Tradings die letzte Zeit drin gehabt. Ja. Ja gut, Und auch. Live-Tradings natürlich. Aber jetzt nicht so ein Erklärvideo oder sowas, das Nee. meine ich jetzt. Nö. Also nur, ich meine, ganz kurz, das Ding macht halt, im Wesentlichen macht es halt, also wie gesagt, gehört zum Live-Chart-Add-on, ist nicht for free im Stereo-Trader und macht halt Außenstäbe. So, das ist halt so das Wesentliche. So, und dazu halt eben auch noch Extensions, Historie, also hier, ne, dass man halt hier die Historie noch anzeigen kann. Anzahl Kerzen, Toleranz, also wenn man jetzt irgendwie sagt, na gut, ein Punkt mehr oder weniger stört mich jetzt nicht. Und das war es eigentlich schon, ne? Und ansonsten halt hier die Extension, das heißt nach gemessen halt letzten Endes Fibo-Extension auf die Außenstäbe. Da wird wahrscheinlich jeder, der mit Fibos nichts am Hut hat und nur Volumen handelt, sagen, ah, das denn für ein Quatsch. Tatsächlich ist es aber wirklich so, und das ist total spooky, dass gerade im DAO, im M15, diese Extensions so unfassbar oft das genaue Ende einer Bewegung halt irgendwie anzeigen, im Vorfeld natürlich, ne, und nicht nachher. Und deswegen ist es ja halt auch drin. Und generell ist es halt eben so, dass, und das war eigentlich der ursprüngliche Grund für das Add-on, das sollte eigentlich viel früher auch schon mal irgendwie umsonst zum Stereo-Trader dazukommen. Und dass der ursprüngliche Grund ist nämlich der, dass ja die Trailing-Logik im Stereo-Trader, da gibt es ja halt das. Hier, diese. Und nicht Setup. Da gibt es ja den Trading Stop mit dem Namen Prax, ne? Und das ist halt genau das. Und dass man halt hier quasi schon im Vorfeld visualisieren kann, wo halt eigentlich der Trading Stop laufen würde. So, das war der eigentliche Grund überhaupt nur für das Add-on. Das mit den Extensions und der Historie. Das war eigentlich so ein Gimmick und wo ich dann nachher gemerkt habe, das ist irgendwie ganz schön schlau, das irgendwie mit zu beachten. Wenn man jetzt nämlich jetzt zum Beispiel dann sagen würde, ja gut, ich mache also hier Trading Stop, ne, mal angenommen, ich bin jetzt hier long, nur mal als Beispiel und habe dann halt den Trading Stop auf Priax, ja, und aktiviere den auch noch und habe dann hier Trail Distanz ein Punkt. So, und dann sieht man halt hier, den hat jetzt den Stop automatisch hier hergesetzt. Dann liegt jetzt der Stop-Loss genau ein Punkt hier unter dieser Range. Ne? Deswegen hier Trail Distance ein Punkt. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, ich mache minus 70 oder besser gesagt minus 62, ja, und dann sind es keine Punkte mehr, sondern dann ist es prozentual und dann sind es nämlich Fibo-Werte und dann sieht man hier, er liegt genau auf dieser Extension da unten. Ne, von IS2, das ist quasi halt die Ausdehnung nach unten mit der 61er Fibo. Deswegen hier minus 61. Ne? Und damit man halt eben auch im Vorfeld sieht, was das halt bedeutet, ja, deswegen gibt es eigentlich dieses Add-on. Ne? Und dann ist nämlich genau die Logik, die halt hier zugrunde liegt in dem Trading Stop. Und damit man das halt so ein bisschen visualisieren kann, beziehungsweise auch im Vorfeld deutlicher sieht. Okay, was würde der jetzt eigentlich trailen? Und es ist tatsächlich eben auch so, dass man schon einen statistischen Vorteil dadurch auch hat. Also, ne, gut, jetzt bei so einem Seitwärtsgefuddel wie heute ist das natürlich Quatsch, ne? Aber wenn wir halt einen Range-Tag haben, hier, da sieht man das halt hier zum Beispiel, da war M15 wieder typisch, ja. So ein Ding, das läuft einfach nur in Außenstäben halt bis zur Decke. So, und der ganze Spaß ist dann frühestens vorbei.
wenn der letzte halt kaputt ist und dann ist halt Feierabend. Und der PrivX Plus zum Beispiel, der würde jetzt Folgendes machen, mal angenommen, man wäre halt hier long gewesen und dann würde der PrivX Plus, der wäre dann halt hier rausgegangen. Ja, ob jetzt, gut, der wäre jetzt tatsächlich auch schon getroffen gewesen, aber selbst wenn nicht, der würde dann rausgehen, sobald halt ein Außenstab per Schlusskurs gebrochen ist. Ne? Und das ist halt die Logik, die dahinter steckt. Und das sieht man schon recht oft, also dass halt gerade im M15 im DAO, da kriegt man oft wirklich Strecke mit hin. Und ja, wie gesagt, mit dem Addon kann man sich halt vorher mal angucken, was es damit auf sich hat. Also gut, das Monster hier jetzt, ne, ist ein anderes Thema. Wie bekommt man das Live-Chat-Add-on? Über meinen Blog, also Okay, einfach auf deinem Blog. delphilabuch.de. Okay, alles klar. Gut. So, dann sind wir jetzt gerade wieder out of questions. Ja, ist doch gut. Der Dirk ist ja immer Fan von 45 Ja, absolut. Ich habe das so in der Schule gelernt. Das war mal das Maximum meiner Aufmerksamkeitsspanne. Und da war es vorbei. ah ja, genau. Hier kann man das Live-Chat auch auf dem Demo nutzen. Sorry, das hatte ich vorhin auch gelesen. Ja, Tut mir leid. klar. Nutzen kann man es auch im Demo, aber es ist halt nie kostenlos, ne? Ja, genau. Also man kann es quasi auf einem Demo-Konto nutzen, aber man muss das halt erwerben. Ne? Genau. Ist klar. Sehr gut. Ja, nee, klar. Ansonsten ist das dem natürlich egal, wo es auf welchem Chart ist. Ja, das Live-Chart, das ist ja, also, ne, das ist jetzt so ein bisschen zufällig entstanden. So, ich habe ja vorher, ich schreibe den Blog jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, und habe dann irgendwann ja mal gesagt, so, wer mit dem, was ich da schreibe, und weil ich ja auch manchmal sehr deutlich bin, in dem, was ich halt schreibe, und wer damit dann halt irgendwie einen Vorteil hat und oder auch gar damit Geld verdient, der kann halt freiwillig einen Beitrag irgendwie spenden, quasi, ne? Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, habe gedacht, naja, gut, die Leute, die, es gab ja dann wirklich doch einige, die das dann gemacht haben, also was auch natürlich sehr schön ist. Weil es ist ja auch nicht unbedingt, ich sage mal, immer lustig, abends um 11 Uhr hier zu sitzen, jeden Abend, ja. Und also von Sonntag bis Donnerstag zumindest. Und während andere irgendwie auf der Couch chillen beim Bier, sich dann halt hier nochmal zusammenzureißen, egal wie müde man ist, um dann halt nochmal irgendwie einen Blog zu schreiben und dann halt irgendwie insbesondere den Anfängern da was in die Hand zu geben. So, und das haben auch einige so erkannt. Und haben dann tatsächlich auch freiwillig dann halt auch so einen Beitrag geleistet. Und das ging irgendwie los ab, ich weiß gar nicht, 10 € oder irgend sowas halt schon. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, so, ich mache jetzt einfach mal diejenigen, die halt das leisten, also diesen Beitrag, die kriegen jetzt von mir noch ein Add-on an die Hand for free. So rum wird eigentlich ein Schuh draus. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht das Live-Chart-Add-on, was das Produkt ist, sondern es ist dieser Beitrag und das Live-Chart-Add-on ist eigentlich ein Giveaway zusätzlich zu dem zu diesem Beitrag. So muss man es eigentlich sehen, ne? Weil es ist kein Signalservice oder irgendwas in der Richtung. Weil dafür, ne, ich meine, irgendwie mit 25 € wäre es viel zu wenig. Das ist klar. Weil ich habe immer gesagt, wenn ich mal irgendwie Signalservice mache, dann aber auch zu einem Kurs, der Sinn macht. Weil wenn irgendwie, wie soll ich das sagen, oder ein Produkt oder was auch immer, es ist ja nur dann teuer, wenn es mehr kostet, als es bringt. Und wenn jetzt als mal angenommen, es gäbe einen Signalservice, der im Monat dann halt irgendwie 5.000 € kostet, dann ist das ja nicht zwangsläufig teuer. Wenn der ja aber regelmäßig 15.000 bringt, ist das halt billig, ja. Billiger als ein Signalservice oder ein Add-on, was 5 € im Monat kostet, aber gar nichts bringt. Also so nur mal halt generell. Aber wie gesagt, es ist kein Signalservice, ne? Darf man so nicht verstehen, sondern es, weil ich es ja auch nicht regelmäßig, nicht jeden Tag stündlich da auch befüllen kann, sondern es immer nur mache, wenn ich selber halt eben aktiv bin. Sondern es ist, wie gesagt, einfach nur ein Produkt on top, halt eben zu dem Beitrag für den Blog. Ne? So muss man es halt verstehen. Ja, danke Okay. für das Feedback. Ja, also von meiner Seite auch echt an der Stelle mal wirklich ein riesen Dankeschön an diejenigen, die da auch schon irgendwie jahrelang dabei sind und auch von Anfang an gesagt haben, ja komm, ich leiste da halt irgendwie auch ein paar Euro. Und finde ich natürlich schön, ne? Weil muss ja keiner machen.
Und umgekehrt, ich muss ja auch nicht jeden Abend da sitzen, ne, und das machen, weil das hängt, hat ja mit dem Stereotrader immer nur so ein bisschen, ja, weit im entferntesten Sinne zu tun, ne? Weil ich mache ja nicht Werbung für den Stereotrader, sondern ich mache einfach nur einen Blog, um den Leuten was an die Hand zu geben, was sie vielleicht gut finden, wo andere halt eben viel Geld dafür für verlangen oder Seminare verkaufen oder sonst irgendwas. Das mache ich ja alles nicht, ne? Gut. Okay, Gut erklärt. dann würde ich sagen, sind jetzt keine Fragen mehr reingekommen, nur noch Lob für Dirk. Habe ich aber auch aus den E-Mails bekommen, Stereotrader, super Tool. Von daher, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, Dirk, machen wir einen Deckel drauf, oder? Genau. Ciao. Okay, ich gucke einmal eben, wann wir uns das nächste Mal sehen hören. Nächste Woche Dienstag. Nächste Woche schon. Tja. Da freue ich mich auf jeden Fall. Genau. Live Trading Ja, ist immer sehr nächsten schön. Dienstag. So sieht's Ne? aus. Wieder zum Live-Trading. Da muss ich wieder Händchen halten. Genau. Bin ich schon bereit. Trost spenden. Okay, ja. Und wohler machen, ne? Bitte. Ja, genau. Ich mache schön Wohler und ich Ja. applaudiere und unterstütze. Und wenn es nicht so läuft, halte ich Händchen. Ne? Okay, so Okay, machen wir perfekt. Gut, dann sage es. ich vielen Dank, Dirk. Ja, Ja. für dass du hier als Mr. Stereotrader den Fragen hier voll die Antworten entgegenwirkst. Ich sage natürlich auch Dankeschön an alle Teilnehmer, die dabei waren, fleißig Fragen gestellt haben. Und wenn in Zukunft was sein sollte, sammeln Sie gerne, kommen Sie vorher auf den Support zu und dann versuchen wir es immer im monatlichen Helpdesk abzufrühstücken, wenn wir es vorher nicht gelöst kriegen oder dergleichen. Schaffen wir immer alles irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund, haben Sie noch einen schönen Abend, schönen Start in die Woche. Und wie immer, auch du, Dirk, auf die Positionen aufpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, danke. Ciao.